Hi, ich wurde getaggt von der Mara. Und zwar geht es um die 5 Produkte, Make-up-Produkte, ohne die ich nicht mehr leben kann. Ich habe mich voll gefreut auf dieses Video und habe gedacht, ja, 5 kriegst du zusammen. Aber tatsächlich habe ich viel mehr zusammengekriegt an meinen Lieblingen und ich musste jetzt radikal aussortieren. Ich hätte viel mehr wie 5 gehabt. Ja, so ist es ja nun mal. Ich habe meine 5 Liebsten rausgesucht. Dabei sind welche, die schon ganz lange meine Favoriten sind. Und 2 sind dabei, die erst seit kurzem auf meiner Liste ganz oben stehen. Und die zeige ich euch jetzt mal. Als erstes Mascara. Ich gehe niemals ohne Mascara aus dem Haus, weil ich ganz helle Wimpern habe. Und ich sehe dann immer aus wie Boris Becker und total krank und das geht gar nicht. Und meine liebste Mascara ist die Plush Lash von MAC. Früher war es die Dior Show. Ganz lange. Und dann habe ich diese hier ausprobiert und die hat wirklich ja, die Dior abgelöst. Das Bürstchen, ich mag das, wenn die so, wenn es so richtig große Bürstchen sind. Auf der einen Seite ist die so breit und dann gibt es aber auch noch eine Seite, wo sie so ein bisschen schmaler ist. Und ja, die macht bei mir Porno-Wimpern, wie man das so schön sagt. Ich habe auch die Multi-Action ausprobiert, weil ich die bei der Mara ganz oft gesehen habe und die finde ich wirklich auch super. Aber die bleibt wohl mein Favorit. Dann mein Lieblingskajal. Da habe ich schon einen von verbraucht, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie so ein Make-up-Produkt komplett verbraucht, außer mein Puder. Ja, mein Puder. Das ist von MAC, der Kohl Power Eye Pencil in Feline. Der ist ja, tiefstes Schwarz, passt immer. Den kann man sehr dramatisch auftragen. Man kann aber auch verwischen, dann ist er nicht ganz so hart. Und den benutze ich auch super oft. Dann habe ich ein Lippenprodukt und zwar ist das der Slim Shine Gentle Simmer von MAC. Ich habe eigentlich hauptsächlich meine Favoriten sind von MAC. Bis auf eine, zeige ich euch gleich. Aber erstmal zu dem Slim Shine. Ja, den mag ich so gerne, weil der erstens eine schöne Farbe hat. Ja, die passt immer. Irgendwie sehen meine Lippenstifte in der Kamera immer sehr orange aus, was sie aber eigentlich nicht sind. Das ist so ein schöner, ja, rosa, Perl, Peach, Stift. Und außerdem mag ich gerne an diesen Slim Shines, dass sie so eine tolle Konsistenz haben. Also das ist irgendwie nicht vergleichbar mit einem Lippenstift und auch nicht mit einem Lipgloss. Es ist so ein bisschen mittendrin und finde ich total angenehm auf den Lippen. Dann ein neues Produkt, was ich entdeckt habe und was ich die letzten Tage nur noch benutzt habe, ist die Cream Color Base in Pearl. Die hat ein Frostfinish
Und die ist super zum Highlighten. Ich habe den hier auch drauf. Der gibt so einen schönen Schimmer. Ich habe schon so viel probiert an Schimmer und der ist, der hat mich echt überzeugt. Den finde ich super, hält super lange, passt zu allen Make-ups, ob kühl, ob warm und der ist einfach schön. Ohne den möchte ich auch nicht mehr leben. Den werde ich immer wieder nachkaufen, glaube ich. So, mein letztes Produkt ist nicht von MAC. Und wie viel Zeit habe ich noch? Ah, ich kann noch 4 Minuten über diese wunderschöne Palette sprechen. Und zwar ist das die Kat Von D Beethoven Palette. Die habe ich seit letzter Woche Donnerstag. Und ich bin total verliebt. Ich zeige sie euch mal offen. Das ist sie. Die kann man bei Sephora kaufen, aber leider nur in Amerika. Ich habe sie von der lieben Beauty aus dem Forum abgekauft und die ist so toll, weil man die so super kombinieren kann. Hier ist ein Schwarz, dann kann man das Schwarz mit Blau kombinieren. Ein Grau ist dabei, ein Highlighter ist dabei. Dann kann man das Ganze in Lila machen, so wie ich es jetzt drauf habe. Man kann Brauntöne mit reinnehmen, immer kombiniert mit diesem dunklen Ton. Man kann nur ein einfaches helles Augen-Make-up machen und ja, also man hat so viele Möglichkeiten mit dieser Palette. Und wenn ich irgendwas mit auf eine einsame Insel nehmen würde, wäre es diese Palette, weil man da total, ja, viele Möglichkeiten hat und unabhängig ist. Und die reicht einfach. Und ich mag ja die Cat super gerne. Vielleicht kennt ihr die. Das ist die Tätowiererin von D-Max. Die hat früher bei Miami Ink mitgemacht und jetzt hat sie einen eigenen Laden in LA. Und die ist auch so klasse, weil ich stehe auch total auf Tattoos. Ich habe ja selber auch zwei. Nee, drei. Drei sind's. Und deswegen ist das schon allein ein Must-Have für mich. Ja, das sind die. Meine Top 5. Ich hätte noch so viel, aber wenn ich mich wirklich einschränken müsste oder beschränken müsste auf nur 5 Produkte, die ich irgendwo mit hinnehmen könnte, dann wären es wirklich diese 5 gewesen. Ja, dann wollte ich noch viele Grüße an die Mara senden, weil bald habe ich nämlich ein Hello Kitty Spänkchen. So ein Schleifchen. Ich habe extra die Seite lang gelassen für das Schleifchen. Und ich freue mich schon total. Und ich freue mich auch immer, was zu verschenken. Und manchmal freue ich mich darüber noch mehr, irgendwas zu verschenken, als wenn ich selber was bekomme. Und ich kann es oft dann nicht abwarten. Und freue mich auch immer, wenn jemand anders sich freut und wenn ich eine Freude machen kann. Und deshalb ist das hier mein Geschenk für die Mara. Das geht morgen auf die Reise. Ich verrate noch nicht, was es ist, aber es miaut. Ich glaube, es miaut. Gut, ich werde heute vielleicht noch mal ein paar andere Videos machen, weil ich in der nächsten Woche kaum Zeit habe. Vor Weihnachten ist ja immer sehr stressig. Und ja, man sieht sich. Bis bald. Tschüss.